Hallo und einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hallo, liebe Nadine, schön, dass du heute da bist und heute das Praxisforum hältst. Heute unser Praxisforum mit dem Thema Gehalt Dienstwagen. Dies ist ein Praxisforum, was zu dem großen Oberthema Gehalt gehört. Sie haben es sicherlich schon mitbekommen. Wir haben unsere Rechtsanwaltsthemen etwas strukturiert, insofern, als dass wir immer ein Oberthema haben und alle Praxisforen in einem Monat aufeinander aufbauen bzw. zu einem großen Thema gehören. In diesem Fall ist es das Thema Gehalt und heute mit dem Schwerpunkt Dienstwagen. Die Präsentation finden Sie direkt hier in GoToWebinar zum Herunterladen. Nutzen Sie dies gerne, laden Sie sich die runter und speichern Sie sie ab für einen späteren Zeitpunkt. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns dabei helfen, unsere Praxisform zu verbessern. Wir schicken hier gleich den Link für unsere Zufriedenheitsanalyse in den Chat. Ja, wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns dabei helfen würden. So, und jetzt will ich gar nicht mehr lange reden. Nadine, ich gebe das Wort an dich und dein Praxisforum. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Ronja. Ja, ich heiße Sie auch herzlich willkommen zum heutigen Praxisforum. Wie Ronja schon ausgeführt hat, wir befassen uns heute mit möglichen Gehaltsbestandteilen und dazu zählt auf jeden Fall auch der Dienstwagen. Wir gehen explizit auf den Dienstwagen ein, aber befassen uns auch mit dem Jobrad, was auch immer mehr an Beliebtheit gewinnt. So, kurz zur Inhaltsübersicht. Da wir uns ja mit dem Thema Gehalt befassen, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie man das Einkommen durch Sachleistungen steigern kann. Explizit haben Sie dazu schon letzte Woche viel gehört, daher hier nur ein ganz kurzer Überblick. Dann stelle ich Ihnen kurz vor, was der Unterschied zwischen Freibetrag und geldwerter Vorteil ist. Dann kommen wir schließlich zum Dienstwagen und zum Schluss gucken wir uns noch das Jobrad an. Ja, wie kann man das Einkommen durch Sachleistungen steigern? Unter anderem zählen dazu zum Beispiel die Personalrabatte, Verpflegungspauschalen, gesundheitsfördernde Maßnahmen, Kinderbetreuung, Arbeitgeberkredite, Dienstwohnungen, das Jobticket, aber eben auch das Jobrad oder der Dienstwagen. Diese Liste ist auch bei weitem nicht abschließend, sondern soll nur einen ganz kurzen Überblick darstellen. Ja, was ist der Unterschied zwischen Freibetrag und geldwerter Vorteil? Der Name sagt es an sich schon. Der Freibetrag ist natürlich steuerfrei. Den geldwerten Vorteil muss ich dahingehend versteuern. Ein paar Beispiele trage ich Ihnen vor, woran man das recht gut sehen kann. So ist beispielsweise der Personalrabatt bis zu einem Freibetrag von 1.080 Euro jährlich steuerfrei. Dieser Personalrabatt bezieht sich auch auf das Sammeln von Bonusmeilen in gleicher Höhe. Alles, was diesen Betrag übersteigt, ist dann aber abgabenpflichtig, weil es in dem Moment ein geldwerter Vorteil wird. Sachbezüge sind grundsätzlich im Monat in Höhe von 44 Euro steuerfrei. Dazu zählt zum Beispiel auch das Jobticket für Ihre Mitarbeiter oder auch andere Sachbezüge wie Gutscheine oder bestimmte Tankgutscheine, Warengutscheine. Hier ist nur ganz wichtig, dass diese Gutscheine nicht in Bargeld ausbezahlt werden können. Beliebt sind auch die gesundheitsfördernden Maßnahmen. Hier haben Sie einen Freibetrag in Höhe von 500 Euro jährlich und können Ihren Mitarbeitern Massagen oder Physiotherapien anbieten. Beliebt ebenfalls die Kinderbetreuung. Hier kann der Arbeitgeber auch einen monatlichen Zuschuss dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, der in der Höhe hier tatsächlich auch nicht begrenzt ist. Begünstigt wird sowohl die Sachleistung, das heißt, wenn der Betrieb eine eigene Kindertagesstätte hat, als auch die Arbeitgeberzuschüsse, sprich für den Kindergarten oder die Krippe, Tagesmütter, wie auch immer. Also jegliche Betreuungsgelder können vom Arbeitgeber steuerfrei übernommen werden. Dann auch das Jobrad kommt immer mehr zur Beliebtheit. Hier gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal kann man das Jobrad als Gehaltsumwandlung anbieten. Da muss es mit einem Wert von 0,25 versteuert werden. Oder der Arbeitgeber gibt es als Gehaltsextra. Dann ist es sogar komplett steuerfrei.
Zu guter Letzt die Privatnutzung des Dienstwagens. Daran ist auf jeden Fall ein geldwerter Vorteil zu sehen, der versteuert werden muss. Und dieser geldwerte Vorteil wird zur Versteuerung zum Bruttolohn des Arbeitgebers hinzugerechnet und anschließend jedoch von den Nettobezügen wieder abgezogen. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema Dienstwagen. Der Dienstwagen hat sowohl für Mitarbeiter als auch für Arbeitgeber durchaus Vorteile. Für Mitarbeiter ist es nach wie vor ein Statussymbol, aber zeigt sie auch die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Auch ist es für den Arbeitgeber oft ein Wettbewerbsvorteil. Wenn er sich bei Bewerbern durchsetzen möchte oder auch Fachkräfte sucht, dann kann der Dienstwagen immer noch mal das i-Tüpfelchen sein. Auch die Mitarbeiterbindung ist natürlich nicht zu vernachlässigen. So ein Dienstwagen ist auf jeden Fall ein guter Vorteil für den Mitarbeiter. Der Dienstwagen ist aber auch schon längst nichts mehr nur für Führungskräfte oder Vertriebsmitarbeiter, auch für Jobeinsteiger oder wie gesagt für jegliche Bewerber ist es immer attraktiv und kann in Gehaltsverhandlungen zur Sprache kommen. Ja, der Dienstwagen als Gehaltserhöhung ist auch sehr beliebt. Nach einer Umfrage sagen die Mitarbeiter aus, dass die Hälfte aller Mitarbeiter einem Dienstwagen einer Gehaltserhöhung sogar vorziehen würde. Und bei Mitarbeitern, die unter 30 Jahren sind, ist dieser Anteil sogar noch deutlich höher. Auch für Unternehmen kann sich so ein Firmenwagen definitiv rechnen. Als Bestandteil der Gesamtvergütung rechnen. Denn anders als bei einer Gehaltserhöhung wirkt sich dieser eben nicht auf die Lohnnebenkosten aus. Außerdem kann das Unternehmen die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten des Firmenwagens als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Ja, was ist eigentlich der Dienstwagen? Der Dienstwagen als solcher ist gesetzlich nicht definiert, sondern nur im Steuerrecht verwendet man diesen Begriff. Üblicherweise werden die Begriffe somit im Steuerrecht in Verbindung mit der Privatnutzung eines betrieblich zur Verfügung gestellten PKWs verwendet. Der Dienstwagen zur privaten Nutzung stellt halt einen geldwerten Vorteil dar und dieser geldwerte Vorteil muss auf jeden Fall auch zwingend versteuert werden. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, diesen geldwerten Vorteil nach dem Paragraphen 6 Absatz 1 Nummer 4 Einkommensteuergesetz und Paragraph 8 Absatz 2 Einkommensteuergesetz zu versteuern. Entschuldigung. Hier gibt es zwei ganz anerkannte Berechnungsmethoden. Das ist einmal die Pauschalmethode, die ist auch bekannt unter 1%-Regelung, und die Nachweismethode. Die Nachweismethode ist das Fadenbuch. Schauen wir uns einmal zuerst die 1%-Regel an. Bei der 1%-Regel versteuert der Arbeitnehmer als Gegenleistung eben für diese private Nutzung monatlich 1% des Bruttoinlandslistenpreises. Zusätzlich versteuert der Mitarbeiter pro Monat 0,03% des Bruttoinlandslistenpreises pro Kilometer Wegstrecke zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Liegen Wohnort und Arbeitsplatz also eng beieinander, ist die Versteuerung geringer, ist der Arbeitsweg weiter, ist sie höher. Die andere Variante ist das Fahrtenbuch. Das Fahrtenbuch muss detaillierte Angaben zu allen Fahrten enthalten, die zu beruflichen Zwecken unternommen werden. Dazu gehören zum Beispiel das Datum natürlich, der Kilometerstand bei Fahrtantritt und Ende, das genaue Ziel, der Zweck muss dargelegt werden und eventuelle Umwege müssen auch kenntlich gemacht werden. Wichtig zu wissen, dass ein Wechsel dieser Besteuerungsmethoden immer nur zum Jahresende wechseln kann. Hier nochmal der kurze Überblick oder die Gegenüberstellung der 1%-Regel zum Fahrtenbuch. Bei der 1%-Regel ist eine pauschale Versteuerung vorgesehen, die im Zweifel unwirtschaftlich sein könnte für den Arbeitnehmer, aber eben auch keinerlei Zeitaufwand kostet. Das Fahrtenbuch hingegen ist sehr zeitaufwendig. Man muss hier alles explizit reinschreiben und ja, sehr viel Zeit investieren. Dafür ist es im Zweifel vielleicht wirtschaftlicher für den Arbeitnehmer. Man kann sagen, je höher oder je teurer das Auto ist, und umso geringer diese private Nutzung ist, dann lohnt sich eher die Fahrtenbuchmethode.
Angenehmer und ja, flexibler ist wahrscheinlich die 1%-Regelung und wird auch mehrheitlich genutzt. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, ein Elektroauto sich als Dienstwagen zuzulegen. Diese werden nämlich besonders gefördert. Wer ein dienstliches E-Auto privat nutzt, muss seit Jahresbeginn nämlich statt 0,5% nur noch 0,25% des Bruttolistenpreises als Geldwertvorteil versteuern. Diese Neuregelung gilt aber nur für reine Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeuge, deren Bruttolistenpreis unter 40.000 Euro liegt. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug frühestens im Jahr 2019 angeschafft wurde. Für Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeuge mit einem höheren Bruttolistenwert, also über 40.000 Euro, bleibt der zu versteuernde Geldwertevorteil bei 0,5%. Und gleiches gilt auch für die Hybridfahrzeuge. Insofern lohnt es sich eher, ein E-Auto sich anzuschaffen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Dienstwagens. Wir haben auch hier eine gute Übersicht im Internet, falls Sie auf unsere Homepage gucken möchten, die nochmal explizit auf die Versteuerungsmethoden eingeht. Wir kommen dann jetzt noch abschließend zum Jobrad oder auch Dienstrad genannt. Die betriebliche Überlassung vom Fahrrad oder einem E-Bike als Dienstrad basiert auf einem Erlass des Landesfinanzministeriums aus dem Jahre 2012. Unternehmen können auf der Grundlage dieses Erlasses ihren Mitarbeitern ein Dienstrad mit steuerlicher Förderung zur Verfügung stellen. Angestellte dürfen dieses Dienstrad auch in ihrer Freizeit nutzen. Dadurch entsteht halt auch hier, wie beim Auto, ein geldwerter Vorteil, der zu versteuern ist. Bis Ende 2018 lag die Bemessungsgrundlage dafür, wie beim Dienstwagen, ebenfalls bei 1% des Listenpreises. Seit 2019 ist das Jobrad als Gehaltsextra sogar komplett steuerfrei. Im Wege der Gehaltsumwandlung wird es seit dem 1. Januar 2020 nur noch mit 0,25% versteuert. Ja, die Vorteile des Jobrads sind relativ groß, weil der Arbeitgeber dadurch seinen Mitarbeitern eine neue Form der Mobilität ermöglicht und den Mehrwert bietet, nicht nur was für die Gesundheit zu tun, sondern eben auch dem Umweltschutz beizutragen. Außerdem haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, ihr Wunschfahrrad eben auch privat zu fahren. Ganz beliebt sind hier natürlich die E-Bikes. Das Jobrad kann in zwei Varianten dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, wie wir schon gesehen haben. Und wir befassen uns jetzt hier mit der ersten Variante, nämlich der Gehaltsumwandlung. Beim Jobrad per Gehaltsumwandlung bedient der Mitarbeiter die Monatsraten aus dem Bruttolohn. Der Geldwertevorteil für diese private Nutzung wird seit 2020 eben nur noch mit 0,25% des unverbindlichen Listenpreises versteuert. Diese steuerliche Regelung gilt für Fahrräder, aber auch für Pedelecs, also sprich Fahrräder, die eine Motorunterstützung haben, aber nur bis 25 km/h. Die 0,25-Regel gilt seit 2020 für alle seit dem 1. Januar 2019 erstmals vom Arbeitgeber überlassenen Diensträder. Also auch die können dann seit dem 1.1.2020 die 0,25-Regel nutzen. Hatte der Mitarbeiter sein Jobrad aber vor 2019 übernommen, gilt weiterhin diese ursprüngliche 1%-Regelung. Die zweite Variante ist, dass das Jobrad dem Mitarbeiter als Gehaltsextra zur Verfügung zu stellen. Dann findet hier keine Bahnumwandlung statt. Der Arbeitgeber least das Fahrrad und übernimmt eben die vollen Kosten und überlässt es dem Mitarbeiter zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Lohn. Wichtig ist, dass hier das Rad wirklich zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. In diesem Fall muss der Geldwertevorteil nämlich nicht versteuert werden, sondern es unterliegt der Steuerfreiheit, was ja relativ attraktiv ist für Arbeitnehmer. Die Steuerfreiheit gilt auch für Räder, die vor dem 1. Januar 2019 übernommen wurden, im Gegensatz zu der anderen Variante. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende meines Vortrages. Ich möchte Sie darauf verweisen, dass wir entsprechende Musterverträge auf unserer Homepage haben, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist
sowohl beim Dienstwagen als auch beim Fahrrad alles explizit im Vertrag zu regeln. Und entsprechend haben wir den Dienstwagenüberlassungsvertrag als Muster, wie auch den Fahrradüberlassungsvertrag. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und stehe Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Nadine, für diesen tollen Vortrag. Ich fand es wie immer extrem spannend und habe auch wieder was dazugelernt. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch nächste Woche wieder bei unserem Praxisforum begrüßen dürfen. Schauen Sie gerne mal nach unter www.aga.de/Praxisforen. Da finden sich wieder viele spannende Themen. Ansonsten einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch, Nadine. Wiederschauen. Tschüss.